schönes Miteinander gewünscht. Ich muss jetzt schon wieder grinsen. Ihr wisst ja, ich kann nicht meine Klappe halten. Sehe ich auch nicht ein. Warum? Weil ich bin ja so, wie ich bin. Ich habe die durch Zufall gesehen, diese Nachricht, im privaten Nachrichtenfach von YouTube. Da schreiben mir sehr, sehr selten Leute hin, weil ich muss sagen, ich finde das bei anderen Leuten auch nicht. Wenn ich die jetzt anschreiben möchte, finde ich nicht, wo man da eine private Nachricht irgendwie hinterlässt. Von daher kriegt man da auch keine Anzeige, dass einem eine Nachricht geschickt wird über dieses Nachrichtenfach auf YouTube. Bin aber irgendwie raufgekommen, kontrollmäßig, als ich ein Video hochgeladen habe, vor 6-7 Tagen hat mir jemand geschrieben, hab den Namen von der Person jetzt wieder vergessen. Auf jeden Fall muss es ja ein YouTube-Name sein, ansonsten könnte derjenige mir ja nicht schreiben. Er könnte mich nicht gucken oder er, sie, es, weil ich so aggressiv bin. Ich soll doch mal eine Therapie machen, um ruhiger zu werden. Scheiße, jetzt verfahre ich mich ja auch noch. Siehst du? Karma. Da denke ich mir so, was? Ich bin aggressiv? Also manchmal frage ich mich, ich bitte ja immer darum, mir Kritik zu nennen. Ich lese mir Kritik durch, lasse das so einwirken und wenn mein Kopf sagt, nee, passt überhaupt nicht, na dann muss es natürlich von mir auch, oder gibt es von mir natürlich auch eine Antwort, weil ich kann mich ja nicht spiegeln lassen und sagen, ja, du hast recht, nur um zu gefallen. Bei diesem Pleasure-Effekt wie Hunde habe ich nicht, das ist nun mal, steht klar. Auf jeden Fall, Moment, dem ich schon Bremsen quietschen, warum bin ich aggressiv? Es erschüttert mich. Vielleicht meint der Schreiber temperamentvoll, das kann sein. Aggressiv? Ja, hat er nicht ganz Unrecht. Zu Leuten, die es meiner Meinung nach verdient haben, kann ich auch aggressiv werden. Da ist er das Echo wieder, was er die andere Seite dann immer nicht versteht. Die kommt sich ja dann immer total erdrückt vor und überlegt aber im Endeffekt nicht selber, wie ist denn ihr Wortkabular rübergekommen oder sein Text oder. Das hat nichts mit Aggressivität zu tun. Um Gottes Willen, ich werde mich dafür auch nicht ändern. Manchmal frage ich mich sowieso, sind das können nur Leute sein, die wirklich total ruhig sind und wirklich nichts Negatives auf der Welt kennen? Mir fällt jetzt kein Mensch ein, den ich kennen würde, der noch nie negative Sachen erlebt hat und sich nicht zur Wehr setzen würde. Oder das sind echt Menschen, die genauso sind wie ich und denen es einfach nicht passt, dass ich meinen Mund aufmache, weil sie eben keinen Kanal machen wollen aus irgendeinem bestimmten Grund, aber dafür kann ich ja dann nichts. Ich muss mal hier kurz aufpassen, rechts vor links, muss nämlich ein Päckchen abholen. 30er Zone. Und da denke ich mir immer, was will derjenige denn sehen? Oder erleichtert ihn es jetzt, dass er mir das mitgeteilt hat? Ich verstehe mal nicht, was erwarten die Leute denn von mir, dass ich mich als Mensch dann komplett ändere und sage, ja, weißt du was, du hast total recht. Wegen dir, einer Person, werden wir mal jetzt lieb. Aber selbst wenn das 100 schreiben würden, man darf nicht vergessen, ich muss mich ja wohlfühlen. Und ich fühle mich so wohl und ich bin froh, dass ich meinen Mund aufmache, wenn mir was nicht passt. Ich bin auch froh, dass ich Kritik, ja, teilen, ne? Und wirklich für mich weiß, ich gehe mit dieser Kritik in mich hinein, gucke, ob es stimmt, woran kann es liegen, weil das ist immer gut, das muss ein Mensch können, Kritik annehmen. Aber wenn die wirklich nicht gerechtfertigt ist, dann kann der Mensch nicht erwarten, dass der andere sagt, ja, du hast recht. Und das ist eben so bei mir der Fall, aber aggressiv, um Gottes Willen, also von alleine aggressiv macht mich gar nichts. Mich machen nur Leute aggressiv, die ja mir gegenüber pampig werden, die nicht mehr den Sachverhalt finden. Mich machen Leute aggressiv, die über YouTube andere offensichtlich verarschen. Das macht mich aggressiv, das ist so eine Sache. Das hat dann auch damit wieder nichts zu tun. Ja, du redest doch immer, lass doch den leben, lass jeden Menschen machen und leben, wie er möchte, natürlich. Aber verarsche, wenn man so tut, als würde man nicht verarschen,
ist ja schon wieder eine ganz andere Schiene. Und da werde ich wirklich aggressiv. Das sind so Punkte, wenn ich mir so manche Leute angucke, wo ich mir denke so, Alter, deine Mimik, dein starres Gesicht dazu, dein übertriebenhaftes Betonen der Sätze, wo man eine Krise kriegt, da würde man am liebsten den Knopf ausschalten und man fragt sich jedes Mal, wieso fallen da so viele Menschen drauf rein? Sind die alle so bescheuert? Ihr kennt ja meinen Jargon, es ist nun mal so, ich werde mich da auch nicht verstellen. Aber sind denn so viele Menschen bescheuert? Es gibt so viele YouTuber, ich weiß auch nicht, was die von einem erwarten. Es gibt so eine Zuschauerzahl, die denken wahrscheinlich wirklich, man badet irgendwie in 300 Bratwürste, die finden das irgendwie toll. Da frage ich mich aber auch, habt ihr irgendwie den Fetisch verfehlt oder so? Wie kann man dann sowas unterhaltsam finden? Ich meine, es ist vielleicht vom Unterhaltungswert sehr lustig. Aber das macht ja nun schon auch jeder Zweite mittlerweile, dass er sich irgendeinen Grütz aus dem Kopf sucht und den größten Lutscher frisst. Und das sind doch Sachen, die kann man vielleicht auf einem Kanal erwarten, weil man weiß, sie haben damit angefangen und setzen das Ding fort. Aber wenn das jeder so macht und ey, was da nicht alles für einfallslose Grütze rüberkommt, da fällt mir nichts mehr zu ein. Nichtsdestotrotz haben die sich ihre Zuschauer verdient. Aber wenn es ums Verarschen geht, dann kann es sein, dass ich aggressiv werde. Das stimmt. Und da muss man, wenn man mich kennt oder meine Videos verfolgt, damit muss man natürlich rechnen, dass ich meine Klappe aufmache. Es verbietet mir ja von euch keiner da draußen, das zu sagen. Ich könnte natürlich jetzt auch Videos machen und mehrere auseinandernehmen. Die könnte ich jetzt genau in diesem Kanal nehmen und sagen, du passt mal auf, ich habe hier ein paar Sequenzen, weil die bestätigen ja mit diesem Hochladen der Videos, dass man das nutzen darf teilweise. Man darf diese Sequenzen auf YouTube auseinandernehmen und ich würde liebend gerne wirklich, manchmal ist mir so danach, dass man so bestimmte Stellen zeigt, woran man merkt, dass Leute jemanden verarschen und ausnutzen für gewisse Projekte und Verkaufsstrategien und immer so reden. Ja, hallo und willkommen. So redet doch kein Mensch. Ein authentischer Mensch redet doch nicht so verkrampft und verstellt. Deswegen verstehe ich nicht, warum bin ich aggressiv, weil ich direkt und offen bin und meine Meinung sage. Ich habe schon so oft angesprochen, irgendwie finde ich es ja lustig, aber manchmal frage ich mich, was denkt jetzt der eine Mensch, dass ich mich für ihn ändere, den Menschen, den ich nicht kenne, der sich anmaßt, mich zu bemängeln, obwohl ich ihm nicht wehtue, ich verkaufe ihm nichts, ich drücke ihm nichts auf. Wenn, dann würde ich das sagen, wenn ich für irgendwas Geld verlangen würde, dann wüsste man anhand dessen, was ich tue, mein Vorhaben, das ist in diesen Videos hier nicht gegeben. Und deswegen aggressiv. Ich sag mal temperamentvoll. Temperamentvoll würde es auf jeden Fall treffen, das streite ich auch gar nicht ab, das wäre krank. Manchmal kann man da schon in der Linie sogar ein bisschen recht haben, dass ich mich sehr gut reinsteigern kann. Das kann so ein Manko von mir sein. Aber das sehe ich auch nicht unbedingt als Manko. Das macht meine Person aus. Und man muss unterscheiden. Es gibt ja Leute, von denen ich mich wirklich führen lasse. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja nicht so, dass ich eine strenge Schiene habe, von der ich nicht abkomme. Niemals. Ich gehe gerne nach links und rechts verschiedene Seiten, um verschiedene Wege auszuprobieren. Liebend gerne. Am liebsten eine Strecke mit ganz, ganz vielen Umwegen, Hauptsache, habe ich schon mal gesagt, ich komme dort an, wo ich hin möchte. Und wenn da Menschen unter mir bei sind, wo ich merke, ich lasse mich dort gerne führen, weil es stimmt, was sie sagen, dann passiert das ganz automatisch. Und bei Leuten, wo ich mich nicht aufgefangen und aufgehoben fühle, da kann es schon mal vorkommen, dass ich aggressiv werde und meine Meinung sage, dass das nicht stimmt. Dass ich mir in dieser Szene verarscht vorkomme vom ganzen Bild. Das hatten wir schon alles durch. Aber aggressiv, nö. Warum sollte ich aggressiv sein? Verstehe ich immer nicht. Das macht mich jetzt auch nicht traurig oder so. Aber ich kann diese Menschen ansprechen und fragen, was meinen die mit dem aggressiv? Das Selbstbewusste, was derjenige nicht besitzt. Oder das Selbstbewusste, was derjenige besitzt. Und es an mir stört, weil er das nicht ausleben kann im Netz. So, vor allen Dingen sollte man gar nichts im Netz ausleben. Das sind ja wirklich nur Teilsequenzen, weil es mir Spaß macht.
mich selber zu sehen, meine Kinder zu sehen. Mir macht Spaß, wenn andere Leute eine Freude haben. Da wären wir eigentlich auch gerade am Punkt. Sorry, Haribo. Oh, ich liebe die Broncho Haribo mit diesen ätherischen Ölen. Ja. Ich habe ja nicht den Pleasure-Effekt, habe ich ja gesagt. Ein Hund will ja immer gefallen. Das kennen ja viele. Den kannst du treten, jetzt mal grob gesagt, aus Versehen auf die Pfote latschen. Der freut sich und wackelt und entschuldigt sich bei dir noch, obwohl du ja derjenige warst, der was Böses in Anführungsstrichen gemacht hat. In irgendeiner Art und Weise will man ja trotzdem gefallen. Aber nur so weit, wie man sich selber gefällt. Ich kann nur das transportieren, wobei ich mich selber wohlfühle und was mir selber Spaß macht. Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, wenn man mir zum Beispiel, du pass mal auf, Miranda, du kriegst 1000 Euro, wenn du hier so einen Laubbläser vorstellst. Genauso wäre meine Reaktion. Ich würde lachen, würde mich wahrscheinlich erstmal freuen. Wow, 1000 Euro. So, dann würde es anfangen. Jetzt sieht doch beknackt aus. Ich mit dem Laubsauger habe zwar einen Garten, wo ich das machen könnte, aber das spiegelt doch nicht meine Person in dem Moment wieder. Jeder würde mich dafür bekloppt halten, wenn ich da mit dem Laubsauger rumrenne und sage, wow, ist der toll, guckt mal, ich habe keine Probleme mehr mit meinen Laubbergen. Alles in diesem Kasten. Deswegen muss ich mich in den Sachen, die ich zeige und wo ich mich widerspiegel, und ich muss sagen, wenn ich ein Video bearbeite, denke ich mir manchmal auch, was laber ich denn da für ein Grütz? Wie oft wiederhole ich mich denn? Aber das kriegt man in der Situation nicht mit. Genauso wie ihr das vielleicht im realen Leben gar nicht mitkriegt, wo andere Personen zu euch sagen, boah, die schnattert aber viel. Oh, die kriegt da gar keinen Punkt mehr. Ja, so eine Henne von denen bin ich auch. Die kann reden am Stück, die kann aber auch schweigen. Und das stundenlang. Und das holt mich dann wieder runter. Aber was wollt ihr denn sehen? Ist der Content momentan gut? Also der Content wird so bleiben, dass ich diese Vlogs ab und zu auf jeden Fall mit reinmache, weil ich das abwechslungsreich finde. Dieses vom Auto, ein bisschen in der Küche. Ich habe ja gesagt, die näheren Details von den Kinderzimmern und sowas, ich möchte das nicht im Internet haben, weil das privat ist. Aber wollt ihr doch mehr so noch Beauty sehen? Ich meine, ich habe ja genug Beauty, aber ich denke mir immer, das machen schon so viele. Was soll ich denn da Neues irgendwie rausbringen? Das Ding ist ja auch, die meisten, die das machen, die bekommen es ja gesponsert und haben eigentlich 1, 2, 3, 4 Wochen vorher schon das Produkt, was vielleicht neu im Regal wäre. Und wenn ich dann nach 4 Wochen Nachzüglerzeit mit dem Produkt komme und sage, hier, das ist neu, das kennt ihr doch schon von den meisten, die YouTube-Beauty-Videos machen. Von daher denke ich dann immer, auf was für ein Zug soll ich denn da aufspringen? Dann zeige ich ein Ding hoch, was die ganzen Beauty-YouTuber schon 4, 5 Wochen vorher von den Firmen gestellt bekommen haben. Und dann komme ich als kleine Laus um die Ecke und sage, hey, guckt mal, ist total die Neuheit. Und da läuft es schon 5 Wochen überall auf dem YouTube-Kanal. Von daher habe ich immer so Bedenken. Auf der einen Art interessiert es ja auch einige. Heute habe ich mir auch mal wieder gescheit oder sehr dezent was ins Gesicht gedonnert, das ist bei mir dezent. Normalerweise bin ich ja wirklich so eine Schminkerner, die gar nicht ungeschminkt rumrennt, aber ich habe keine Probleme damit. Das Schminken ist bei mir nur, sich frisch fühlen, wohlfühlen, unterstreichen. Ich gebe ja auch zu, ich sehe manchmal aus wie ein Clown, der in den Topf gefallen ist. Naja, ich muss die Kritik auch annehmen, ich bin aggressiv. Das stimmt. Aber nicht über die Videos, würde ich sagen. Aber ich wehr mich, wenn es mir nicht passt. Oder wenn mir was nicht passt, setze ich mich zur Wehr. Das ist ein gutes Stichwort. Zur Wehr meine Aggressivität einsetzen. Das mag sein, aber auch nicht immer. Ich versuche vieles freundlich im Ton, was für viele sehr bestimmt wirkt. Aber, Entschuldigung, jetzt ist mir Luft hochgekommen. Die ätherischen Öle. Durch das ganze Gehust, ich habe so viel Luft im Bauch, bin nur noch so ein Blubberrohr irgendwie. Ja, jetzt bin ich auch wieder abgekommen. Auf jeden Fall temperamentvoll würde ich mich schon beschreiben. Aber wer damit nicht klarkommt, der muss sich natürlich hier so eine ASMR-Flüsterin suchen. Ich meine, das ist das ganze Gegenteil von mir und da kann er entspannen. Nur mal so zur Info. Das sind auch schon wieder so eine Klopssätze von mir, aber die meine ich ernsthaft. Man kann doch nicht von mir erwarten, dass ich jetzt hier mein Programm umändere wegen einem Hampelmann, der sich Videos von mir anguckt,
dann schreib das doch in die Kommentare, damit man auch deinen Namen sehen kann, damit du für mich eine Wertstellung hast und Wertschätzung, dass ich sagen kann, okay, danke, du hast eine Kritik reingeschrieben. Ich schreibe jetzt meinen Grund dazu. Aber jedes Mal dieses Hintenrum, was ich dann auch ein paar Wochen später finde, weil Nachrichtenfach bei YouTube geht total unter, da sollten sie sich einfallen lassen, irgendwie mal zu kennzeichnen, wenn da Post drin liegt. Bei mir passiert da gar nichts. Ich sehe Nachrichten, da kommt nicht mal eine 1 oder leuchtet irgendwas. Nö. Also beachte ich das Feld nicht. Deswegen Entschuldigung, dass ich ihre Aggressivitätsfeststellung an mir jetzt erst beantworte. Das ist auch so ein Schritt. Bleibt man in der Sie-Form, hat man nochmal eine ganz andere aggressive Betonung wahrscheinlich für denjenigen. Oh, die muss das nicht so ins Lächerliche ziehen. Nein, aber man sieht es sich ja eigentlich. Und ja, es wäre interessant zu wissen, was so der Großteil gerne gucken wollen würde. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich besser ankommen möchte. Aber man weiß ja nur durch euch, was ihr interessant findet. Gut, jetzt hier das Auto geschnattert, lassen wir mal weg. Das kennt er von mir. Das Geblubber muss man ertragen, das werde ich nie ändern können. Aber da könnt ihr hervorschalten. Dann ist das neidisch. So, meine, lass uns mal wieder sein. Schreibt einfach, wenn ihr lieb seid, in die Kommentare, was ihr so sehen wollt, ob da Beauty-Sachen bei sein sollen. Weiterhin so, wie ich es handhabe, was ich vielleicht kürzer lassen sollte, ändern sollte. Es hilft ja auch mir. Weil ich bin ja, im Endeffekt bin ich ja jemand, der guckt sich gerne selber. Das muss eigentlich so sein, sonst hätte ich keinen Spaß dran, mir so die verschiedenen Szenen anzugucken, wo ich selber über mich lachen kann. Und es ist wirklich unheimlich schwer, das ins Video reinzupacken, was wichtig ist. Und zu guter Letzt sage ich mir, wenn man von mir zu viel erwartet, dann werde ich das nicht ändern, weil da muss ich mir auch eingestehen, ich bin ja so, wie ich bin und kann nur das zeigen, was ich für richtig empfinde zu zeigen. Und so private Sachen, wisst ihr, das hat nichts damit zu tun, das nicht teilen zu wollen, aber ich muss die privaten Sachen meiner Kinder schützen. Und deswegen habe ich auch jetzt schon des Öfteren überlegt, ob ich wieder wirklich total solo durchstarte, dass ich mich dann wieder vor eine Wand setze und den ganzen Kram hier gar nicht mehr mache, weil das, ja, ist schon wieder so eine Phase von mir, weil ich mir denke, vielleicht sind das gar nicht so Family-Zuschauer, die bei mir sind. Ich habe keine Ahnung. Diese ganzen Schminkprojekte. Man kann über gewisse Themen reden. Da könnt ihr auch reinschreiben. Also ich bin ja jetzt nicht auch so unbewandert, dass ich jetzt hier 2 Jahre erst auf dem Planet bin. Aber vielleicht habt ihr so bestimmte Themen, die man ansprechen könnte, die sich so auf 15 bis 20 Minuten halten im Video, wo ihr sagt, ich würde mal gerne deine Meinung dazu wissen, dann könnt ihr das auch in die Kommentare schreiben. Würde mir sogar sehr helfen, weil ich weiß immer nicht, welche Themen sind denn so interessant. Ich spreche ja wirklich von vielen. Aber vieles lasse ich irgendwie auch wieder im Satz verschwinden. Da gehe ich nicht detailliert drauf ein, weil ich mir im Kopf schon denke, oh Gott, damit löse ich eine Diskussion aus. Will vielleicht der eine oder andere nicht hören. Aber das wäre nett, wenn ihr das machen könntet. Ja. Also, welche Themen? Ja, welche Themen? Ob wieder Beauty mehr rein soll? Wobei mir das ja eigentlich auch total Spaß macht. Aber ich denke mal, ich bin da over to date. Und ja, mehr Let's Talk About Videos wieder mal. Ich habe das total vernachlässigt, obwohl ich darauf wirklich total Lust hatte. Ja, zu den Let's Talk About Videos könnt ihr mir, da wäre es wirklich eine große Hilfe, wenn ihr mir schreiben könntet, über welche Themen man sprechen kann. Aber bitte jetzt nicht so riskant, dass man bei der nächsten Ecke erschossen wird. Also so religiöse Sachen und sowas alles, da enthalte ich mich total. Das würde ausufern. Aber so normale Themen, wie denkst du darüber? Oder wie hattest du das und das erlebt? Vielleicht so ein Q&A, also Fragen und Antwort, wo man pro Video auf eine Frage eingeht. Weil sonst zieht sich das auch wie Kaugummi. Ihr wisst ja, dass ich sehr gerne sehr umfassend rede und nicht nur mit einem Satz. Das wäre ganz cool.
das machen wir. Das wäre sehr lieb von euch, wenn ihr das machen würdet, dass ihr mir so ein bisschen die Richtung vorgebt. Und da bin ich auch froh über die Tipps. Weil wenn mir das oder die Richtung Spaß macht, dann freue ich mich darüber. Und ihr sollt mir jetzt nicht helfen, mich zu leiten auf dem Kanal oder so, um Gottes Willen. Aber das ist für Zuschauer und derjenige, der im Fokus steht, viel einfacher, wenn man weiß, wo geht denn die Richtung hin, das Interesse. Und dann kann ich euch ja damit so ein bisschen zurückgeben, als wenn man nur im Auto sitzt und so über alltäglichen Kram quatscht. Weil der wiederholt sich ja bei mir genauso wie bei jedem anderen. Es passieren ja wirklich selten irgendwelche Sachen, die total neu sind. Ja, und da verliere ich dann auch schnell die Lust, wenn ich jetzt wüsste, ich müsste morgen wieder einen Vlog drehen. Boah, nee, das ist ja wieder dasselbe. Versteht ihr? Und deswegen geht. Aber so ein Q&A, wo man pro Frage in meine Let's Talk About Liste das so einbinden kann, das wäre schon cool. Weil ich rede da wirklich sehr gerne. Und Beauty meinetwegen auch. Mehr Mascara. Weiterhin mit Lippen machen. Ich zum Beispiel habe jetzt gerade diesen Lip Matte, den liebe ich total, von Manhattan drauf. Ich blende euch das in der Bearbeitung nochmal ein. Das ist hier wirklich so ein Matter, der aus der Tube. Den benutze ich sehr, sehr gerne und der hält auch komischerweise sehr lange, obwohl der nicht kussecht ist. Aber durch dieses Matte hat er einen schönen Nude-Ton. Und falls ich mich versprochen habe, dass der nicht von Manhattan ist, werde ich euch das natürlich hier unten einblenden, damit ihr keine falschen Sachen kauft, wer da Interesse hat. Ja, so machen wir das. Ich gehe jetzt für meine kleine süße Maus, die hat ja heute Geburtstag. Giselle wird 13 Jahre. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Da wird man... Das sind so echt Tage, an denen man so sentimental wird. Obwohl ich jeden Tag schätze, an dem ich meine Kinder habe, wirklich, ohne Quatsch. Auch wenn ich sehr rau und scheinbar rau rüberkomme, aber meine Kinder finden das nicht so, das ist mir das Wichtigste. Wenn man uns sehen würde, würde man denken, so Gott, was ist denn das für eine Kuschelbande? Aber man wird da echt sentimental. Das 13. Jahr in diesem Jahr wird meine große 18. Ich habe das Gefühl, ich verliere meine Kinder so langsam. Aber jede Mutter, die das wahrscheinlich durchgemacht hat, man sieht das so symbolisch. Vorher waren alle Kinder so unter den Flügeln, ja, ich als dicke Henne. Der Kleinste ist noch ganz weit hinterm Flügel. Unterm Flügel. So, Jolien ist schon hier so an der Spitze, wo mein weinendes Auge schon so hingeht, so. Giselle ist schon so mittig vom Flügel, die ab und zu mal rausguckt und die Welt beobachtet. Kieran ist ganz hinten. Aber so komme ich mir vor, als Glucke. Die eine fast weg, die zweite schon fast vor, geht weg, kommt wieder. Der dritte, so darf man gar nicht denken. Jedes Mal denkt man, das ist ein Nesthäkchen. Der wird 10, das muss man sich mal vorstellen. Und jedes Mal beim jüngsten Kind denkt man, man hätte ein Baby an der Backe. Man muss dieses Denken von der Mutter abschalten, dass man sagt, oh Gottchen, der Kleine. Mit 10 ist man nicht mehr klein. Aber trotzdem, die sind für mich alle so besonders. Wie für jede Mutter wird dieses Kind, was man hat, auf seiner eigenen Art und Weise sowas von besonders ein Leben lang sein, dass ich mich in diesen Geburtstagskarten gar nicht ausdrücken kann. Das ist total komisch. Ich könnte da so viel reinschreiben. Mir würden die Tränen kommen. Das ist jedes Mal so. Ich merke das jetzt auch wieder. Aber wenn man so einen Text schreibt, ich kann diese Liebe auf dem Text nicht ausdrücken. Kennt ihr das auch? Das ist so schwer für mich. Am liebsten würde ich die drücken. Und ja, manchmal würde ich mir wünschen, dass sie wirklich so in mein Herz gucken können. Oh mein Gott, jetzt werde ich echt sentimental hier. Sollte gar nicht so sein. Aber man kann als Mutter Liebe nicht in Worte fassen. Das ist ganz komisch. Man hat da so eine extreme Bindung zu, dass man einfach nur sich wünschen würde. Ich hoffe, du fühlst das alles. Man macht sich ja als Mutter auch sehr oft Vorwürfe oder auch hat man auch Ängste, hat man alles richtig gemacht, führt man sie richtig. Bei allem Spaß, den man hat, ist ja auch immer ein Ernst. Und da denkt man sich schon so, ja, man macht sich irgendwie so, das ist ganz komisch. Man hat so Phasen, da fragt man sich wirklich, hat man alles richtig gemacht? Und das sind dann so schmerzhafte Sachen, die einem dann so wehtun irgendwann,
Aber es kommt Gott sei Dank so ein rollender Punkt wieder, wo ich die Kinder dann sehe und merke, wie sie von alleine kommen und mich umarmen oder mich auch sehr lieb behandeln. Und dann weiß man, dass man alles richtig gemacht hat. Klar, das ist ein Prozess, in den man reinarbeiten muss. Ich werde garantiert nicht alles richtig gemacht haben. Und das stieg bis heute wahrscheinlich noch nicht. Werde ich immer noch Fehler machen. Alleine meine Aussprache, mein Jargon und meinen Kindern beizubringen. Sag das bitte nicht als Kind. Aber die hören drauf. Die lassen mich so sein, wie ich bin. Ich lasse sie auch so sein, wie ich bin, wie sie sind. Naja, egal. Wird jetzt hier nicht verheult und verstrahlt in den Laden rennen. Ich hole jetzt mein Paket ab. Aber das sind so Fragen, die man so durchnehmen könnte. Ob es normal ist, sich Vorwürfe zu machen. Alles zu hinterfragen. Aber wer hat denn die richtige Formel? Wie erzieht man sein Kind richtig, ne? Da gibt's das Riesenpädagogengequatsche, da gibt's das Autoritäre und Antiautoritäre. Jeder hat so seine eigene Art und sieht die Ergebnisse dann erst zum Schluss. Wahrscheinlich, wenn man eine gute Erziehung hatte, kommt dann irgendwann eine Phase, wo Außenstehende das alles kaputt machen, wo du als Elternteil gar nichts mehr dafür kannst, dass dein Kind so wird oder auf eine schiefe Bahn kommt. Das sind so meine Ängste. Tja. Eigentlich so bei dem Kleinsten habe ich da so Junge. Frauen und Männer sind so ein bisschen unterschiedlich. Naja, egal. Aber nur mit viel Temperament kann man viel Liebe zeigen, viel Liebe entgegennehmen, sage ich euch. Und ja, das können so andere Schlaftabletten nicht wiedergeben. Habe ich schon oft im Leben festgestellt. Die denken, die zeigen einem die Liebe, aber die tragen die nur in. Und die sieht man nicht und fühlt man auch nicht. Temperamentvolle Leute hingegen haben eine ganz knallharte weiche Seite und eine ganz knallharte harte Seite. Und beides kombiniert funktioniert super mit wie Yin Yang. Ich sag's euch.